2018 war ein Extremjahr für den Wald. Stürme, Hitze und Borkenkäfer haben vielen Bäumen in und um Friedrichshafen zu schaffen gemacht. Wie der Leiter des Forstamts Bodenseekreis Michael Strütt mitteilt, hätten 89% der Bäume bei der Fällung im Stadtwald Friedrichshafen Schäden aufgewiesen. Besonders betroffen vom Borkenkäferbefall sind der Seewald und die Waldbestände nördlich der Messe.